Hallo. Stelle dir mal Lebewesen in einigen hunderttausend Jahren vor. Wird so der Mensch aussehen? Und so eine Pflanze? Das können wir nicht wissen. Die Wissenschaft kann nur die bisherige Evolution erforschen und Evolutionstendenzen feststellen. Sie kann beobachten, in welche Richtung die Evolution verläuft. Das Thema Evolutionstendenzen möchte ich dir nun genauer erklären. Allgemein kann man eines sagen: Bei allen Lebewesen setzen sich auf lange Sicht die Merkmale durch, die unter den herrschenden Umweltbedingungen den größten Fortpflanzungserfolg ermöglichen. In der Vergangenheit kam es dabei zu Komplizierung, Differenzierung, Spezialisierung und Zentralisierung. Diese Begriffe werde ich dir nun an Beispielen erklären. Zunächst zur Komplizierung. Hier dienen als Beispiel die Atmungsorgane der Wirbeltiere. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.